Für mich ist das Schönste am Live-Spielen eigentlich, dass man eine direkte Reaktion der Menschen hat und dass man merkt, okay, das, was ich empfunden habe, als ich das geschrieben habe oder wenn ich das spiele, das kannst du mit mir teilen. Also das gleiche Gefühl löst das vielleicht auch in dir aus oder vielleicht auch ein ganz anderes Gefühl. Manchmal passiert es auch, dass ich Lieder spiele vor Leuten und dann finden die plötzlich ganz andere Sachen an dem Lied oder interpretieren das ganz anders, als ich es ursprünglich mal gemeint habe. Ich habe ja vor einiger Zeit meinen Ex-Freund getroffen auf der Straße. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal erlebt habt. Ich habe mir nur gedacht, Glück gehabt. Ne? Also wenn die Leute irgendwie anknüpfen an das Lied oder an die Präsentation, an das Konzert, dann trägt einen einfach diese Energie so durch den Abend und das ist einfach ein super schönes Gefühl, wenn man so merkt, dass man mit anderen Leuten so auf einer Welle ist. Und das macht, glaube ich, den Reiz des Live-Spielens für mich aus. Dieser Abend, was dieser Abend, was dieser Abend wohl bereitet. Schwer zu sagen. Letztendlich ist es mehr so eine Gefühlssache, dass es irgendwie so sich die Energie irgendwie manchmal dichter anfühlt, dann ist es ganz ruhig oder manchmal sozusagen eher so ein bisschen rausbricht oder was auch immer. Dass ich nicht mehr weiß, warum ich mit dir hier bin. Ja, ich weiß nicht mehr, warum ich mit dir hier bin. Das wollte ich dir sagen. Und ich wollte dich fragen, ob du es noch weißt. Na dann, bis dann, bis wir uns wiedersehen. Na dann. Mir hat mal jemand gesagt, dass es für diesen Menschen so angenehm ist, dass ich immer schöne Worte für das finde, was in ihm brodelt sozusagen. Also, dass man so den Leuten auch etwas aus der Seele singen kann oder aus der Seele sprechen, was sie vielleicht selber nicht formulieren könnten. Und ich glaube, das macht ganz viel von dieser Verbindung aus, die man einfach zum Publikum dann hat. Und ich antworte dir, doch es gibt auch Liebe. Es gibt auch Liebe zur gleichen Zeit. Es gibt auch Liebe. Es gibt auch Liebe zur gleichen Zeit. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Abend. Das ist auch, was wir bis jetzt immer hören, dass diese Kombination irgendwie sich so total bereichert. Wir sind ja sozusagen jeweils für uns genommen schon cool und wenn das dann zusammengeht, macht das so eine coole, abwechslungsreiche Sache, wo man irgendwie sich echt gut unterhalten fühlt. So. Du kannst erzählen, ich hör dir zu, was ist denn passiert? Und glaub mir, ich weiß, es ist kompliziert. Ich glaube, thematisch zieht es sich durch alles durch, was man emotional so erleben kann und antriggern kann. Ich habe 8 Jahre als Klassenlehrerin gearbeitet an der Waldorfschule. Ich weiß nicht, ob das allen ein Begriff ist. Das bedeutet, ich habe, bitte, das sieht man, hast du das gerade gesagt? Wir spielen nicht immer genau das gleiche Programm. Wir spielen einfach auch die Songs, die irgendwie plötzlich im Raum stehen, die plötzlich raus müssen oder die stimmungsmäßig gerade passen. Für dich und deine Liebe würde ich fast alles machen. Ich würde zum Beispiel über Comedy lachen. Also ihr solltet uns buchen, weil wir unkompliziert sind, lustig, nett, charmant. Mit dir nach Witten ziehen. Für dich und deine. Egal wie viele Leute dann kommen, ob es eine volle Hütte wird oder eine kleine intime Sache, auf jeden Fall allen einen schönen Abend bereiten und selber ganz viel Spaß haben. Für dich und deine Liebe würde ich fast alles machen und hier